Fast jedes Land der Welt betreibt seine Wirtschaft heute in irgendeiner Form des Kapitalismus. Selbst die wenigen verbleibenden Länder, die nicht eindeutig unter die Definition einer kapitalistischen Wirtschaft fallen, und selbst Länder, die eine nationale Identität in Opposition zum Kapitalismus aufgebaut haben, haben viele seiner Merkmale entweder freiwillig oder widerwillig übernommen. Aber ist diese globale kapitalistische Hegemonie unvermeidlich? Der Kapitalismus, wie er heute existiert, ist ein relativ neues Phänomen, das erst mit der industriellen Revolution wirklich Gestalt angenommen hat. Vor diesem Hintergrund ist es leicht, die Entwicklung des Kapitalismus und die Entwicklung der Weltwirtschaft im selben Zeitraum zu betrachten und zu dem Schluss zu kommen, dass dies einfach die optimale Art und Weise ist, Dinge zu tun. Und dass durch natürliche Auslese das ideale Wirtschaftssystem geschaffen und auf der ganzen Welt verbreitet wurde. Die Entwicklung des Kapitals, die Motivation zur Innovation, der Antrieb zur härteren Arbeit und die Effizienz des freien Marktes werden als große Vorteile des Kapitalismus angepriesen. Vorteile, die wiederum unsere Zivilisation tausendmal reicher gemacht haben als in den Jahrhunderten vor seiner Existenz. Menschen, die den Kapitalismus ablehnen, weisen auf die zunehmende Ungleichheit, die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Aushöhlung der Menschenrechte im Namen der Leistungsmaximierung als ebenso wichtige Nachteile hin. Leider führen diese gegensätzlichen Ideale dazu, dass die Unterstützung oder Kritik am vorherrschenden Wirtschaftssystem in der Welt oft nicht als sachliche Diskussion über die Optimierung unserer Welt gesehen wird. Stattdessen scheint es eher etwas zu sein, hinter dem man sich verbünden muss, als ob der Kapitalismus oder so etwas wie der Sozialismus zwei gegnerische Sportmannschaften wären, bei denen nur eine Seite gewinnen kann. Abgesehen davon, dass diese Art von leidenschaftlicher Unterstützung für das eine oder andere Wirtschaftssystem nicht wirklich produktiv für einen echten Wandel ist, ist sie genauso dumm, wie wenn ein Mechaniker einen Hammer als sein Lieblingswerkzeug auswählt und dann versucht, ein Auto zu reparieren, ohne einen Schraubenschlüssel in Betracht zu ziehen, der für eine bestimmte Aufgabe vielleicht besser geeignet ist. Um den Sinn des Kapitalismus zu verstehen und hoffentlich einen besseren Überblick über dieses Wirtschaftsinstrument zu bekommen, müssen wir wie immer ein paar einfache Fragen beantworten. Was ist Kapitalismus überhaupt? Es ist gut möglich, dass die meisten Menschen, die leidenschaftlich für oder gegen ihn debattieren, nicht einmal diesen Teil richtig verstehen. Warum ist der Kapitalismus in unserer modernen Weltwirtschaft so dominant geworden? Und schließlich, gibt es bessere Alternativen? Eines der größten Probleme bei der Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen des Kapitalismus und der daraus resultierenden Unvermeidbarkeit ist, dass es leider keine allgemein anerkannte Definition des Kapitalismus gibt. Das liegt vor allem an dem Stammesdenken, das sich um Wirtschaftssysteme wie dieses rankt. Die eine Seite schreibt dem Kapitalismus alles Gute zu, die andere Seite nur das Schlechte. Wenn wir jedoch einen Schritt zurücktreten und verstehen, was der Kapitalismus eigentlich erreichen soll, können wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, was er ist. Etwas, das sogar viele professionelle Ökonomen ehrlich gesagt nicht haben. Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus und sogar Anarchie sind allesamt Systeme, die versuchen, eine Antwort auf die grundsätzliche, unbeantwortbare Frage der Wirtschaft zu finden. Wir leben in einer endlichen Welt, aber als Menschen haben wir unbegrenzte Wünsche. Also müssen wir Entscheidungen darüber treffen, was wir mit den begrenzten Ressourcen produzieren und wie es produziert wird und für wen es produziert wird. Der Kapitalismus versucht, dieses Problem zu lösen, indem er Anreize für die Menschen schafft, mehr und effizienter zu produzieren, indem er diejenigen, die den größten Beitrag leisten, mit einem größeren Anteil an Ressourcen belohnt. Natürlich funktioniert das in der Praxis nicht immer so gut, wie es in der Theorie klingt, aber da kommen wir gleich noch zu. Bis dahin ist der Kapitalismus nur ein wirtschaftliches Werkzeug, um das zentrale wirtschaftliche Problem zu lösen, so wie ein Schraubenschlüssel ein Werkzeug ist, um eine Mutter sicher zu befestigen. Über die Merkmale des kapitalistischen Werkzeugs haben verschiedene Ökonomen, Politiker und normale Menschen unterschiedliche Vorstellungen. Aber es gibt einige Kernmerkmale, über die sich fast alle einig sind, aber auch einige, die vielleicht überraschen. Zunächst einmal sind freie Märkte, freier Handel und sogar Dinge wie Geld keineswegs nur im Kapitalismus anzutreffen. Alle diese Dinge gab es schon lange vor dem Kapitalismus und sie sind auch heute noch Bestandteil anderer Wirtschaftssysteme wie dem Sozialismus, weil sie so effektiv sind, um einige der zentralen wirtschaftlichen Fragen zu beantworten. Anstatt dass eine Regierung oder eine andere Instanz nach willkürlichen Regeln entscheidet, wer was bekommt, können die Menschen auf einem freien Markt selbst entscheiden, was sie wollen, indem sie ihr Geld für Dinge ausgeben, die sie am meisten schätzen. Das wiederum sagt den Produzenten, wovon sie mehr und wovon sie weniger produzieren sollen, damit die Wirtschaft ihre begrenzten Ressourcen effektiver auf das verteilt, was die Menschen tatsächlich wollen.
Das Hauptmerkmal, das das Wirtschaftssystem des Kapitalismus auszeichnet, sind freie Märkte, die für das Privateigentum an Kapital existieren. Daher der Name Kapitalismus. Kapital ist laut wirtschaftlicher Definition etwas, das einer Wirtschaft hilft, mehr zu produzieren. Also Werkzeuge, Fabriken, Infrastruktur und Technologie. Die Entwicklung und Verbesserung des Kapitals hat es der Welt ermöglicht, in den letzten 250 Jahren seit Beginn der industriellen Revolution so unglaublich wohlhabend zu werden. Dinge wie Dampfmaschinen, Eisenbahnen, moderne Fertigungsstraßen und sofortige Kommunikation ermöglichten die Produktion und die Schaffung von Wohlstand in einem Ausmaß, das es in der Geschichte der Menschheit so noch nie gegeben hatte. Die Idee des Kapitalismus ist, dass diese Werkzeuge und Technologien in Privatbesitz sind und somit ein Anreiz für jeden Wirtschaftsteilnehmer besteht, das vorhandene Kapital zu verbessern oder etwas völlig Neues zu erfinden, um dann die Früchte des zusätzlichen Wohlstands zu ernten, den er geschaffen hat. Wer nicht genug Ressourcen hat, um an seinem Kapital zu basteln und es zu verbessern, kann sich Investoren suchen, die überschüssige Ressourcen zur Verfügung haben, die sie nicht besser nutzen können. Wenn die Investoren entscheiden, dass ihnen die Idee gut genug gefällt, können sie ihre Ressourcen investieren und dafür einen Anteil am verbesserten Kapital erhalten. In den meisten Fällen nehmen die Ressourcen, die Investoren in neue Ideen investieren, die Form von Geld an, das in jeder Wirtschaft, nicht unbedingt nur in einer kapitalistischen Wirtschaft, eine sehr liquide Art ist, Ressourcen zu verbuchen und zu handeln. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Investitionen in die Entwicklung von neuem Kapital nicht nur in Form einer Währung erfolgen müssen. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, hat Milliarden von Dollar von Microsoft erhalten, aber das meiste davon in Form von Microsoft-Servern, auf denen sie ihre KI-Programme laufen lassen konnten. In diesem Fall verfügte der Investor Microsoft über zusätzliche Ressourcen, das heißt über freien Serverplatz, den er einem Unternehmen zur Verfügung stellen konnte, das sein Kapital, die Technologie der künstlichen Intelligenz, verbessern wollte. Wenn diese Technologie zur Steigerung des Wohlstands eingesetzt wird, wird Microsoft für die Bereitstellung dieser Ressourcen mit einer Rendite belohnt. Dieses System aus Investitionen und Innovationsanreizen macht den Kapitalismus nicht nur unglaublich effizient bei der Beantwortung der Frage, was produziert werden soll, sondern auch, wie es produziert werden soll. Das unterscheidet sich von den früheren Wirtschaftssystemen, in denen das Kapital meist nur einer herrschenden Klasse gehörte und es für die Menschen wenig Anreiz gab, Werkzeuge und Technologien zu verbessern, weil sie nicht die Nutznießer waren und es schwierig war, überhaupt Investitionen anzuziehen. Aus diesem Grund ist auch das Eigentumsrecht, also der Schutz des Eigentums, das die Menschen für ihr materielles und geistiges Kapital beanspruchen, ein weiteres wichtiges Merkmal des Kapitalismus. Wenn die Menschen dafür belohnt werden, dass sie die Produktionsleistung einer Volkswirtschaft verbessern oder zumindest denjenigen die Ressourcen zur Verfügung stellen, die die Produktionsleistung einer Volkswirtschaft verbessern können, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Volkswirtschaft mehr produziert, was bedeutet, dass auch durchschnittliche Menschen, die keine Investoren oder Innovatoren sind, mehr Wohlstand und Zugang zu mehr Ressourcen haben, als wenn es diese Anreize nicht gäbe. Wir haben uns kürzlich mit der Wirtschaft des antiken Roms befasst und festgestellt, dass das Reich nicht viel Kapital wie Maschinen, Technologie oder Infrastruktur besaß und deshalb nicht annähernd so viele Waren und Dienstleistungen produziert wie wir heute. Heute haben die Menschen in den meisten Ländern der Welt, vor allem in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, Zugang zu mehr Gütern und Dienstleistungen als selbst die Könige vor ein paar hundert Jahren, weil es einfach viel mehr zu verteilen gibt. Natürlich haben die Vorteile dieses Systems das Leben aller verbessert. Ökonomen nennen das die steigende Flut, die alle Boote hebt. Aber es hat auch einige Menschen viel weiter nach oben gehoben als andere. Und das ist nur der Anfang der ernsthaften Probleme dieses Systems. Der Kapitalismus als System zur Förderung der Entwicklung und Nutzung von Kapital hat viel Gutes für die Welt getan. Aber er geht oft zu weit in Bereiche hinein, in denen seine Denkweise nicht zu optimalen Ergebnissen führt. Zu den schärfsten Kritikern des Kapitalismus gehören natürlich Leute wie Karl Marx und Wladimir Lenin, die dazu aufriefen, dass die zurückgebliebenen Arbeiter die Produktionsmittel an sich reißen sollten. Eine bessere Übersetzung dessen, was Marx und Lenin schrieben, wäre wahrscheinlich gewesen, die Produktionsfaktoren zu beschlagnahmen. Denn sie sprachen nicht nur von der Rückeroberung der Fabriken und Maschinen, die sich in Privatbesitz befanden, sondern auch von den anderen Produktionsfaktoren wie Land und Arbeit. Das Privateigentum an Kapital bietet den Eigentümern Anreize, dieses Kapital so effizient und effektiv wie möglich einzusetzen, um einen Mehrwert für die Marktwirtschaft zu schaffen. Der Besitz von Grund und Boden hat jedoch weitaus mehr Nachteile und bietet nur wenige Vorteile, denn es ist sehr schwer, ein Stück Land auf die gleiche Weise zu verbessern wie ein Stück Technologie. Land ist grundsätzlich ein endlicher Faktor, denn im Gegensatz zu einer Ausrüstung kann es nicht geschaffen werden, also nicht wirklich.
Teures Land erhöht auch nicht die gesamte Wirtschaftsleistung, sondern kann sie in vielen Fällen mittel- bis langfristig sogar verringern. Denn wenn es sicherer und einfacher ist, in Land zu investieren als in Kapital, wird das Geld von Entwicklungen abgezogen, die dann der gesamten Wirtschaft wirklich zugute kämen. Wenn ein Investor 1 Million Dollar in den Bau neuer landwirtschaftlicher Anlagen oder 1 Million Dollar in den Besitz eines Bauernhofs investieren könnte, dann wird er nicht mehr oder weniger Nahrungsmittel produzieren, nur weil er mehr Geld für das Land bezahlt hat, egal wie hoch der Preis ist. Wenn das Geld stattdessen für den Kauf von Maschinen ausgegeben wird, dann kann die Produktion bei sonst gleichen Bedingungen gesteigert werden, weil zum Beispiel ein Mähdrescher oder bessere Bewässerungssysteme eingesetzt werden können, um mehr Lebensmittel auf dem vorhandenen Land zu produzieren. Teures Land übt auch Druck auf Menschen aus, die in einer Wirtschaft innovativ sein wollen. Sie sind weniger bereit, Risiken einzugehen, weil sie fürchten müssen, ihr Dach überm Kopf zu verlieren. Das Argument, das im Vergleich zu anderen Wirtschaftssystemen für den Kapitalismus spricht, ist, dass er sich bei der Maximierung der gesamten Wirtschaftsleistung als äußerst effektiv erwiesen hat. Selbst wenn er also Ungleichheit schafft, bleibt insgesamt immer noch mehr für alle übrig. Wenn er nun aber ein Verhalten begünstigt, das dem langfristigen Wachstum schaden könnte, ist dort definitiv Platz für Verbesserungen. Das kommt den Ideen des Georgismus sehr nahe. Eine Form des Kapitalismus, bei der die Menschen immer noch Geld verdienen können, indem sie in Dinge investieren, die andere Dinge herstellen, oder indem sie einfach hart arbeiten, aber indem die Menschen davon abgehalten werden, Geld durch das bloße Besitzen von Land zu verdienen. Meistens wird dies durch sehr hohe Grundsteuern auf Land erreicht, das nicht in irgendeiner Form verbessert wurde. In extremen hypothetischen Versionen einer georgischen kapitalistischen Wirtschaft wäre diese Art von Steuer die einzige Steuer, um die Entwicklung von Unternehmen zu fördern und die reale Wirtschaftsleistung zu verbessern. Das verdient wahrscheinlich ein eigenes Video und es ist unwahrscheinlich, dass eine Bodenwertsteuer, egal wie hoch sie ist, alle anderen Steuern in einer Volkswirtschaft ersetzen kann. Trotzdem ist es eine großartige Demonstration der echten Schwächen des Kapitalismus und der kreativen Möglichkeiten, sie zu beheben. Abgesehen von der wirtschaftlichen Idee, dass dadurch mehr Ressourcen für die Produktion von noch mehr Ressourcen eingesetzt werden, anstatt den Reichtum einer Nation in ihrem buchstäblichen Dreck zu binden, gibt es auch ein ziemlich überzeugendes moralisches Argument. Der Boden eines Landes sollte den Menschen dieses Landes gehören. Und wenn eine Einzelperson oder ein Unternehmen die exklusiven Rechte zur Nutzung dieses Landes haben will, dann sollte sie alle anderen dafür entschädigen. Der Kapitalismus ist also großartig, wenn es darum geht, die Produktionsleistung zu verbessern, indem er einen freien Markt für Kapital schafft. Und zumindest in seiner jetzigen Form hat das zur Folge, dass auch Land zu einem Spekulationsobjekt wird. Aber das wichtigste Merkmal des Kapitalismus ist wohl, was er mit dem dritten Produktionsfaktor macht: Arbeit. In modernen, fortgeschrittenen Volkswirtschaften können die Menschen keine Arbeitskraft direkt kaufen. Diese Praxis ist heutzutage, naja, sagen wir, verpönt. Aber ein weiteres Merkmal kapitalistischer Volkswirtschaften ist, dass es mit dem Arbeitsmarkt immer noch einen freien Markt für Arbeit gibt, auf dem Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit verkaufen und Unternehmen diese kaufen können. Der Kapitalismus bietet Arbeitnehmern einen Anreiz, den Wert ihrer Arbeit zu steigern. Genauso wie er Innovatoren, Investoren und Unternehmen einen Anreiz gibt, die Qualität ihres Kapitals zu verbessern. Wenn ein Arbeitnehmer einen Masterabschluss in Ingenieurwesen hat, kann er wahrscheinlich in einer Arbeitsstunde mehr wirtschaftlichen Wert schaffen als jemand, der einen Gabelstapler bedient. Und diese Person mit einem Gabelstaplerschein kann viel mehr Dinge in einem Lagerhaus bewegen als jemand, der nur seine Hände benutzt. Der formale und gut entwickelte Markt für spezialisierte Arbeitsplätze bedeutet, dass die Menschen einen Anreiz haben, die Fähigkeiten zu erwerben, die der Wirtschaft den größten Nutzen bringen. Was wiederum bedeutet, dass mehr Wert für alle produziert wird. Aus demselben Grund werden die Menschen auch ermutigt, die Arbeit zu leisten, die sie gut können. Dieses System ist keineswegs perfekt effizient, aber es ist viel effizienter als eine zentrale Organisation, die bestimmt, wer was tut. Vor dem Kapitalismus wurde die Rolle der Menschen in der Gesellschaft im Wesentlichen von der herrschenden Klasse bestimmt. Und da die große Mehrheit der Menschen ohnehin Arbeiter und Bauern waren, gab es keine große Notwendigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte effizient dorthin zu verteilen, wo sie den größten Nutzen bringen. Alles in allem klingt das moderne System eines freien Marktes für Arbeitskräfte also nach einer bedeutenden Verbesserung. Und das ist es auch. Aber es hat auch seine Probleme. In einem kapitalistischen System haben die Menschen, die Land und Kapital, also zwei der drei Produktionsfaktoren besitzen, einen Anreiz, den dritten Produktionsfaktor, die Arbeit, so wenig wie möglich zu bezahlen, um mehr wirtschaftliche Vorteile für sich selbst zu erhalten. Dank der starken Eigentumsrechte und des Schutzes, den moderne kapitalistische Volkswirtschaften bieten, ist es sehr einfach, große Mengen an Land und Kapital zu erwerben.
Jeff Bezos muss keine eigene Armee aufstellen, um alle Amazon-Lagerhäuser auf der Welt zu verteidigen. Und da Land und Kapital zur Erzielung wirtschaftlicher Gewinne genutzt werden können, um noch mehr Land und Kapital zu erwerben, ist es für diese Produktionsfaktoren sehr einfach, sich in den Händen sehr weniger Menschen zu zentralisieren. Die Arbeit hingegen ist grundsätzlich darauf beschränkt, wie viel Arbeit ein einzelner Mensch verrichten kann, sodass sie von Natur aus viel stärker auf alle Wirtschaftsteilnehmer verteilt ist. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass es viel einfacher ist, eine kleine Anzahl großer Mengen an Land und Kapital zu koordinieren, als eine riesige Menge einzelner Arbeitskräfte. Für Arbeitnehmer besteht ein wirtschaftlicher Anreiz, gegeneinander um gute Arbeitsplätze zu konkurrieren, während für Unternehmen ein wirtschaftlicher Anreiz besteht, so wenig wie möglich zu zahlen. Hier kommen die Rufe ins Spiel, dass die Arbeitnehmer, der Produktionsfaktor, der tatsächlich lebende, atmende Menschen sind, die anderen Produktionsfaktoren Land und Kapital von denjenigen beschlagnahmen, die davon profitieren, indem sie sie einfach für sich beanspruchen. Da einer der Eckpfeiler des Kapitalismus der Schutz des Eigentums an Land und Kapital ist, wären solche drastischen Maßnahmen eine Ablehnung des kapitalistischen Systems in seiner Gesamtheit. In Wirklichkeit ist der Kapitalismus ein sehr effektives Instrument, das unbestreitbar erstaunlich viel Gutes für die Welt getan hat. Der Wohlstand, den wir heute alle genießen, auch wenn er im Vergleich zu Millionären und Milliardären nicht immer so aussieht, ist immer noch viel besser als die Arbeit auf den Feldern unserer Vorfahren. Die Entwicklung von Werkzeugen, Technologien und Fähigkeiten zum Aufbau unserer modernen Volkswirtschaften zu belohnen, ist ein großer Erfolg des Kapitalismus. Aber das bedeutet nicht, dass er perfekt oder unvermeidlich ist. Der Kapitalismus ist ein wirtschaftliches Instrument, das Antworten auf die zentralen wirtschaftlichen Fragen gibt und deren Beantwortung erleichtert, weil mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Antwort auf die Frage, was produziert werden soll, ist viel einfacher, wenn es um die Entscheidung zwischen Elektroautos und Benzinern geht, aber nicht ganz so einfach, wenn es um die Entscheidung zwischen der Produktion von genügend Nahrungsmitteln oder der Produktion von genügend Medikamenten geht. Der Kapitalismus ist weder böse noch ein tugendhaftes Geschenk, das die Menschheit gesegnet hat. Genauso wie ein Hammer an sich weder böse noch gut ist, ist er ein Werkzeug, das nützlich sein kann, wenn man es richtig einsetzt, aber auch sehr schädlich, wenn man es falsch einsetzt. Wie jedes Werkzeug kann auch der Kapitalismus verbessert und verändert werden. In jeder Volkswirtschaft der Welt gibt es bereits Gesetze und Vorschriften, die die Märkte daran hindern, wirklich frei zu sein. Und es besteht die Möglichkeit, die besten Teile des Systems zu erhalten und gleichzeitig seine schwerwiegenden Mängel zu beheben, was hoffentlich zu einer besseren Lebensqualität für alle Wirtschaftsteilnehmer führen wird. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!